Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 269. Sonderausgabe von Lustige Witze. Also es ist nicht die 269. Sonderausgabe, sondern es ist die 269. Folge. Das kannst du auch so drin lassen. Für das heutige Sex-Special habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich dazu entschieden haben, bis zu ihrer Ehe Jungfrau zu bleiben. Einen großen Applaus für Chad und Sarah! Jungfrau bleiben, nur ein Arsch. Ja. Intro. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich habe gestern eine Hypnose-Show gesehen, in der Hypnotiseur 6 Kerle in Trance versetzte. Daraufhin hat er sein Mikrofon fallen gelassen und Fuck gesagt. Was daraufhin passiert ist, werde ich meinem Leben nicht vergessen. Schatz, du hast mich doch geheiratet, weil ich feinfühlig, verwegen und geheimnisvoll bin, oder? Nein, ich habe dich geheiratet, weil ein Vibrator keinen Schrank aufbauen kann. Ich auch nicht. Das stimmt, das muss ich immer machen. Ich liege auf dem Schoß meines Freundes mit dem Gesicht zu ihm und mache einen Kussmund. Wenn ich dich aus der Position küssen könnte, dann bräuchte ich dich nicht mehr. Shisha-Bar ist, wenn homophobe Alpha-Tiere mit gezupften Augenbrauen Apfeltee trinken und abwechselnd am gleichen Schlauch saugen. Oma, ich bin schwul. Ist das dieses kein Fleischessen? Nein, ich stehe auf Männer. Gut, Fleisch ist nämlich wichtig. Ich weiß, Fleischpeitschen über. Man sagt übrigens nicht mehr Fickbeziehung, sondern Unterleibsinteressengemeinschaft. Ey, wenn es Räder oder Titten hat, wird es dir früher oder später Probleme bereiten. Muss man den Versöhnungssex eigentlich mit der Frau haben, mit der man sich gestritten hat? Ich wusste lange Zeit lang nicht, wie man sich beim Nachbarn richtig Zucker leiht. Doch dann habe ich auf YouPorn das richtige Tutorial dazu gefunden. Wer heiratet, um regelmäßig Sex zu bekommen, der geht auch in den Knast, um wirklich mit am Essen zu sein. Ich am Pissoir schüttel mehr als dreimal ab, der Typ neben mir. Alter, hör auf zu masturbieren! Ein Typ aus der Kabine. Entschuldigung. Ich bin so ein richtiges Tier im Bett. Ja, ein Koala, du schläfst 20 Stunden. Ich finde, wenn man sich schon zum Sex verabredet, dann sollte man auch kommen. Heute hat sich ein Patient auf mich geworfen und mein Gesicht abgeleckt. Aber ich bin Tierarzt, da ist das okay. Ich habe heute das Gleitgel mit Sekundenkleber verwechselt. Es war so schrecklich. Ich konnte mein Modellflugzeug nicht zu Ende bauen. Ice Age hat mich gelehrt, um das Eis zu brechen, muss man nur hart genug mit der Eichel reinhämmern. Mit einer Single-Mutter zu vögeln ist ungefähr so, wie wenn man den gespeicherten Spielstand von jemand anderem weiterspielt. Meine Freundin hat gesagt, wenn dieses Video 2000 Likes bekommt, dann probieren wir Analsex aus. Bitte like nicht dieses Video, ich habe Angst vor dem schwarzen Riesendildo. Ich habe letztens die Tochter von meinem Chef gebumst. Ja, das war ein richtig geiles Luder. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich selbstständig bin. Aber kann ich die wirklich bringen? Okay. Eine Krawatte ist auch nur ein großer Pfeil, der auf deinen Penis zeigt. Worauf schreiben flachbrüstige Frauen? Auf einen Notizblock! Vorstellungsgespräch. Was sind ihre Stärken? Ich kann Infos aus einem Minimum an Kontext erschließen. Was sind ihre Schwanzlänge? Überdurchschnittlich. Ich habe meinen Frauenarzttermin und mein Date auf einen Tag gelegt. Einmal rasiert, zweimal kassiert. Habe gestern den süßen Typen kennengelernt. Als gute Christin habe ich mich gefragt, was Jesus machen würde. Ich habe mich nageln lassen. Sag mal, Schatz, was glaubst du, für wen fühlt sich Sex besser an? Für Männer oder für Frauen? Na, für Frauen. Wenn du deinen Finger in dein Ohr steckst, um es zu kratzen, was fühlt sich besser an? Dein Finger oder das Ohr? Wow! Way, fertig! Sorg dafür, dass dieses Video 2000 Likes bekommt, um die Fortsetzung dieses Clips auf YouPorn zu sehen. Und wenn ihr was wirklich Witziges sehen wollt, dann schaut doch einfach auf unserem Mary-Kanal vorbei. Oh Mann. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.